Jawohl. Seid gegrüßt, Mutter der Drachen. Der prophetische rote Komet hat euch nach Karth geführt. Als ihr die drei riesigen und elegant bemalten Mauern passiert, die eines der neun Wunder der Menschen sind, könnt ihr nicht anders, als auf die Knochen derer zu schauen, denen der Zutritt verwehrt wurde. Von Xaroxuan Daxos geschützt, erkennt ihr schnell, dass die Politik von Karth eine Gefahr für sich ist. Doch Gefahr stoppt nicht den Drachen. Indem ihr die lazarenische Hexe verbrannt habt, habt ihr Anspruch auf euer Geburtsrecht erhoben. Auf Feuer und Blut. In Westeros herrscht noch immer der Usurpator. Euch aber zieht es nach Hause. Nutzt die Zeit, eure Drachen aufzuziehen, und bald werdet ihr zurückkehren, um die Hunde des Usurpators Robert Baratheon zu erschlagen und die sieben Königreiche einmal mehr zu erobern. Ich bin die rechtmäßige Königin. Und damit hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe, und zwar zu Crusader Kings 2, A Game of Thrones. Zunächst mal eine fette Spoilerwarnung für alle Folgen der Serie Game of Thrones und die Bücher Das Lied von Eis und Feuer von George R.R. Martin. Ja, wir haben ja demnächst die 8. Staffel von Game of Thrones in den Kinos, hätte ich fast gesagt. Also sie läuft an. Und dann dachte ich mir, ist es doch sehr passend, mit Crusader Kings 2, A Game of Thrones, einem ja, Spiel bzw. einer Mod, die ich persönlich sehr liebe und die ich als einer der besten Mods ansehe, die je für ein Spiel geschrieben wurden. Ja, ein kleines Let's Play zu starten. Und da sind wir jetzt. Wir spielen das Haus Targaryen, beziehungsweise Dany, unsere Dany, am Tage nach dem Tod von Khal Drogo. Ihr seid ja alle nicht mehr dabei. Ich habe euch eine Spoilerwarnung gegeben. Und ja, in diesem Sinne. Wer... Wie gesagt, das Ganze noch nicht kennt und so. Also, alle, die jetzt noch da sind, die haben auf jeden Fall Game of Thrones gesehen, beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer gelesen, insoweit, dass sie nicht gespoilert werden, wenn ich irgendwelche Spoiler oder sonstig, ja, irgendwelche brenzligen Inhalte hier von mir gebe. Genau. Wir fangen einfach mal an. Dieses Let's Play richtet sich natürlich an sowohl an Crusader Kings 2 Spieler als auch an Game of Thrones Fans, wie ich auch einer bin. Insofern, ja, schauen wir mal. Wir sehen hier die Sklavenbucht, wir sehen hier Karth und wir selbst weilen jetzt am Hof von Karth. Ihr seht hier Purborn Mathys II. Von Karth. Die ganze Mod ist auf Englisch und ich werde so meine liebe Not haben, spontan Englisch zu übersetzen. Also, wie ihr gerade gehört habt, kann ich es, wenn ich mich vorbereite, aber wenn halt nicht, dann und so aus dem Stegreif ist es immer so ein bisschen schwierig, gerade bei längeren Texten und auch komplizierteren Texten. Ja, wir spielen Daenerys Targaryen, aktuell 14 Jahre alt. Wir sind verwitwet, weil unser Mann Khal Drogo gestorben ist. Er starb komatös im Bett. War zuletzt auch unfähig. Insofern, ja, Daenerys ist jetzt verwitwet und mit ihrem Gefolge in Karth angekommen. Wir haben ein sehr großes Gefolge, wir werden es uns gleich mal anschauen. Sehr, sehr viele Menschen weilen hier am Hof. Und ja, wir werden das als Rollenspiel aufziehen, wirklich als Rollenspiel, Let's Play, als Rollenspielprojekt. Und werden versuchen, hier hinten von Karth aus die Herrschaft über den Eisernen Thron und die Königreiche in Westeros wieder zu erlangen. Sofern es unser Charakter natürlich hergibt. Wir wissen ja, Daenerys hat einen etwas anderen Weg eingeschlagen in der Serie wie in den Büchern. Nun gut. Zunächst mal besitzen wir einige Artefakte. Wir besitzen Daenerys Krone von ordentlicher Qualität. Uiuiui. Eine Krone im Stile von... Ja, dieses dreiköpfigen Drachen der Targaryens. Huiuiui. Dann hier besitzen wir ein Buch. Wir besitzen einen... Oh! Einen Drachenknochenbogen, was uns Kampfstärke der Bogenschützen plus 20% gibt. Monatliches Prestige plus 0,25. Und persönliche Kampffertigkeit plus 20. Oh!
Und wir besitzen ein Shade of the Evening. Da fragt sich jetzt nur, was ist das? Das scheint eine Art Wein zu sein. Okay. Schatten des Abends oder so. Nun gut. Nachtschatten. Gut. Fangen wir an. Wir schreiben den 10. Tag des 10. Mondes des Jahres 8298. Sprich des Jahres 298 nach Aegons Eroberung. Aegon ist ja im Jahr 8000 nach Westeros eingefallen. Und wir befinden uns nun in Carth und wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Gut. Unsere Drachen generieren entsprechend ihre Peitschen. Oh, oh, oh. Die Blutlinie des Hauses Targaryen gibt uns Anspruch auf die althergebrachten Länder dieser Dynastie. Diese Länder müssen wieder beansprucht werden. Feuer und Blut. Wir erhalten Anspruch auf 4 Gebiete. Wir haben einen starken Anspruch auf das Königreich des Eisernen Throns. Wir haben einen starken Anspruch auf die hohe Lordschaft von Königsmund von King's Landing. Wir haben einen starken Anspruch auf die hohe Lordschaft Drachenstein. Wir sehen sie hier. Und auch auf die Lordschaft von Drachenstein. Gut, vielleicht noch ein bisschen was zur Spielmechanik, bevor wir richtig einsteigen ins Gameplay. Crusader Kings 2 ist sehr feudal, lehnstechnisch organisiert. Also es gibt einen Obervasallen, hier der König des Eisernen Throns. Also Westeros wird natürlich hauptsächlich die Rolle spielen. Im Osten funktioniert das alles ein bisschen anders, weil hier die Regierungsformen andere sind. Also wir haben hier zum Beispiel Magister Illyrio Mopatis von Pentos, der eben wie so eine Handelsrepublik das Ganze hier regiert. Das funktioniert in Westeros ein bisschen anders. In Westeros haben wir wirklich eine Königsherrschaft des Königs des Eisernen Throns und darunter seine, ja, Lord Protector. Also wir haben hier den Lord Protector der Sturmlande zum Beispiel, Renly Baratheon. Lord Paramount heißt das Ganze auf Englisch. Dann wir haben einen Lord Paramount Mace oder Mace Tyrell, der Weite und so weiter und so fort. Dann Prinz Doran von Dorne, wie er gern genannt wird im Deutschen. Ich nenne ihn gerne Fürst Doran von Dorne. Und natürlich auch seinen Bruder, Lord Oberyn, die Rote Viper von Dorne. Und so weiter und so fort. Also wir haben hier die Westlande mit Tywin Lannister, die Flusslande mit Hoster Tully. Das grüne Tal mit Robert, beziehungsweise Robin Arryn, der übrigens krank ist. Oi, oi, oi. Krank, schwach und ein Stotterer. Oi, oi, oi. Und im Norden herrschen natürlich die Starks unter Eddard. Während an der Mauer Lord Kommandant Yeor, der alte Bär, regiert, jenseits der Mauer Manke Rider und ja, Craster in Crasters Vor. Ist ja irgendwo klar. Wir sehen hier übrigens Jilly, eine der Tochterfrauen von, ja, Craster eben. So. Kehren wir zurück nach Carth, wo unsere Daenerys gerade Hof hält. Und wir schauen mal, während die Zeit so voranläuft, was so an unserem Hof sich rumtreibt. Einige Dornische sind an unserem Hof, finde ich sehr interessant. Salzdornische. Sir Daemon Jordain oder so. Ein 52-jähriger, sehr guter Kämpfer. Wie es aussieht, ein fähiger, ja, Krieger. Und oh mein Gott. Oh mein Gott.
Es scheint, als wären unsere Drachen entführt worden. Wir kennen das Ganze. Ich persönlich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe aber die Serie gesehen. Also ich bin... Dieser Mod basiert auf den Büchern. Insofern bin ich teilweise noch so ein bisschen unwissend, auch was diese Events betrifft. Das soll uns aber gar nicht stören. Wir wissen ja, das Haus der Unsterblichen ist in Karth eine Einrichtung, in der, naja, wie soll man sagen, in der Magier wohnen, die von der Magie der Drachen profitieren wollen. Doch wir sind kein Kind. Und somit folgen wir ihm in das Haus der Unsterblichen. Und wir gehen durch die rechte Tür. Ihr könnt, wenn ihr lustig seid, auch auf Pause machen und das Ganze durchlesen. Doch wir werden jetzt durch die rechte Tür gehen. Okay. Wir sind in einem, ja, großen steinernen Raum mit drei Türen. Und wir spüren die Präsenz der Magier. Wir nehmen die Tür zu unserer Rechten. Die hat uns gerade schon gut gedient. Wir kommen in eine lange, düstere Halle. Und wir erhalten prophezeite Zukunft, okay? Und wir müssen wieder wählen. Ich denke, wir werden wieder die Tür zu unserer Rechten nehmen. Die hat uns jetzt schon zweimal gut gedient. Und wieder kommen wir in eine lange, in einen langen Gang, in einen langen, düsteren Gang. Leute. Und uns wird wieder eine große Zukunft prophezeit. Und wieder gehen wir durch die rechte Tür. Das rote Schwert. Oh mein Gott. Uns wurde eine wirklich gute Zukunft prophezeit. Jetzt schon zum dritten Mal. Doch die Drachen, die fürchten sich nicht. Wir suchen sie. Oh mein Gott. Schauen wir, was diese Prophezeiung für uns bereithält. Ich weiß es nicht. Werden uns Dämonen gezeigt? Wollen sie uns für immer im Haus der Unsterblichen behalten? Drakaris, unsere Entführer, unsere Kidnapper, werden brennen. Niemals war ein Geräusch so süß. Gut. Es scheint, wir haben die Drachen befreit. Und die Silberglocke schlägt. Die Unsterblichen sind tot. Von Drogons Flammen zu Asche verbrannt. Euer kleines Kalasar feiert euren Sieg, indem es euer Haar mit einer Silberglocke schmückt. Aber dieser Sieg war nicht ohne Kosten. Die die Bewohner von Karth, sind wütend. Und ja, die führenden Eliten wollen uns aus der Stadt verbannen. Und Xaro bietet uns an, mit ihm in die Jadesee zu fliehen. Aber wir schicken ihn natürlich, ja, ganz wütend weg. Das ist natürlich klar. Okay. Wir kommen mit unserem letzten Freundin Karth fürs Xaro Xoan Daxos an die, ja, an den Hafen. Und dort sehen wir die Docks, wo Sir Jorah nach einem Schiff gesucht hat. Man findet Schiffe, aber auch Verbündete. Oh, wir finden einen Eunuchen mit dem Namen Starker Belvas und seinen, ja, relativ alten, knappen Arstan. Und dieser Arstan kam, um uns vor einem Assassinen zu retten. Die beiden erklären, dass sie von einem alten Freund geschickt wurden, Illyriomopatis, mit drei Schiffen, um uns zurück nach Pentos zu holen, okay?
Nein, wir werden auf keinen Fall Xaroxo und Daxos Angebot akzeptieren und mit ihm gehen. Das ist, denke ich mal, klar. Wir werden auf jeden Fall... Ja, wir werden diesen ekelerregenden Mann auf keinen Fall in dem bestärken, was er tut. Immerhin ist er nach wie vor ein Sklavenhändler und Besitzer. Sowas wollen wir nicht. Und Belvas und Groleo treten uns bei. Oh, schaut euch das an. Was für ein Mann. Kriegskunstfertigkeit von 15, den müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Wir markieren ihn mal als interessanten Charakter. Und oh mein Gott, Belvas der Starke. Stark und ein Riese. Wahnsinn, ein Eunuch, ein fähiger Kämpfer, er ist vernarbt. Unglaublich, 150 persönliche Kampffertigkeit. Und 20 Kriegskunstfähigkeit, ein Dothraki. Unglaublich, auch den sollten wir im Auge behalten. Der wird uns noch gute Dienste leisten. Behalten wir mal Belvas im Auge. Roleo, der ist schon 57. Nun gut. Schauen wir mal, was die Zeit so ergeben wird. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwas. Eine Gelegenheit. Wir müssen uns vorstellen, wir fahren gerade auf den Schiffen in Richtung Pentos. Wo Illyrio Mopatis uns haben will. Nun gut, Illyrio. Danke auf jeden Fall für die Schiffe. Aber nun ja. Drei Schiffe bringen euch nach Pentos und, ja, uns ziehen auch Versprechen von Hilfe, ja. Hilfsversprechen dorthin. Aber unsere Erfahrungen in Karth haben gezeigt, ja, dass es manchmal eher unklug ist, derartige Hilfe zu akzeptieren. Wir wollen nicht die Bettlerkönigin sein. Drachen betteln nicht. Wir werden das nehmen, was unser ist, mit Feuer und Blut. Doch zuerst brauchen wir eine Armee. Als wir unsere Optionen abwägen, kommt, ja, Jorah Mormont zu uns und, ja, gesteht uns seine Liebe und möchte einen Kuss. Oha! Wir mögen ihn zwar sehr, aber wir trauen ihm nicht. Ja, würde ich sagen, von der Übersetzung her. Und wollen seine, ja, wollen ihm keine Hoffnungen machen letztendlich. Doch Jorah erzählt uns von einem Platz, wo, ja, wir eine Armee finden können. Astapor, die Heimat der Unbefleckten, der besten Soldaten der Welt. Und in der Nacht beginnen wir Drogo, unseren Mann, Drogo, Sohn des Barbo, zu vermissen. Wir wollen uns mit jemand anderem abgeben. Mit Eri, okay. Alles klar. Oder wir reisen weiter nach Pentos. Nun, ich denke, es ist klar, was Khaleesi Daenerys, die Sturmgeborene, tun wird. Es ist gut, Khaleesi zu sein. Es ist bekannt. Nach Astapor. Und wir? Es scheint, als hätten wir eine neue Liebhaberin gefunden. Eri. Befinden wir uns nun in Astapor? Es scheint so. Und der weise Meister von Astapor, der gute Meister von Astapor, Krasnis der Dritte, hat uns bei sich aufgenommen. Er ist fett. Leute. Oh! Wir haben einen gottlosen Septon. Oh mein Gott. Ein gottloser Septon. Oh mein Gott. Der hohe Septon, der 22. Der fette. Oh mein Gott.
Heieieiei. Die guten Meister von Astapor sind grausam, arrogant und... Was ist rude? Also ich weiß, was es bedeutet, aber ich kann es gerade nicht sagen. Sagen wir arrogant und grausam über jede Maßen. Aber die Unbefleckten kämpfen so gut, wie die Geschichten über ihr Training es sagen. Also sie kämpfen so gut, wie die Geschichten über ihr Training herzbrechend sind. Heieiei. Das Schreckliche daran ist ja, dass jeder dieser Soldaten bewiesen hat, dass er kämpfen kann. Für jeden Soldaten starb ein Kind. Ihr beginnt euch zu fragen, ob ihr solche Männer wirklich nutzen solltet, um euren Thron wieder zu beanspruchen. Unbefleckte sind auch wirklich teuer. Gut. Schließlich aber beschließen wir, dass wir alle Unbefleckten haben wollen im Austausch für einen Drachen. Die Sklavenhalter akzeptieren unsere Bedingungen. Aber sie wollen den größten der Drachen. Außerdem wollen wir im Gegenzug Miss Sunday, eine Übersetzerin, als Geschenk. Oh, schön. Und wir befreien sie. Wir bekommen die Eigenschaft Befreier. Und Miss Sunday verliert den Trade Versklavt und erhält die Eigenschaft früherer Sklave. Oh mein Gott. Das ändert natürlich unseren Charakter grundlegend. Wir schauen es uns mal an hier. Befreier. Dieser Charakter ist fanatisch gegen die Praxis der Sklaverei und versucht sie aus der Welt zu eliminieren. Leute! Was für eine Entwicklung. Diese Entwicklung, die ja Daenerys auch in der Serie durchmachen musste. Und damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Große Kriege warten auf uns. Große Intrigen, große Erwartungen. Und ich bin sehr gespannt auf Staffel 8. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für Ideen habt, wie diese Staffel aussehen könnte, wie das Ganze abgehen könnte. Wir spielen hier natürlich von einem frühen Moment innerhalb der Serie ab. Ich meine, wir haben gestartet nach dem Tod von Khal Drogo, zwischen Staffel 1 und 2 letztendlich. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Bis dann, macht's gut und tschüss.